Ja, dann nehmen wir den hier. Adieu, Chunky Lee Chong. Chunky Lee Chong is pushing spank for some new gang from Colombia or Colorado or something. I'm not really sure. Who needs details? Anyway, he's got a noodle stand down in Chinatown. That rat has sold his last stir fry. I want you to take him out. If you need a piece, go around back of Ammunition opposite the subway. Sort yourself with a nine. You know where it is, right? Well, remember, just watch your back in Chinatown. It's Triad territory. Alles klar. Wir sollen den Chunky Lee Chong umlegen. Das machen wir jetzt einfach mal. Und da legen wir uns ein wenig mit den Triaden an. Ja. Okay. So, eine Uzi haben wir. Wir haben auch eine Dings. Da ist er, der Chunky. Oh, das haben wir natürlich gleich gerafft hier. Mission erfüllt. War jetzt nicht so schwer. Ich hau einfach mal ab hier. Tschüss, Chunky. Easy. Gut, ich habe gar nicht gespeichert zwischen den Missionen, kann das sein? Dann machen wir das jetzt mal auf jeden Fall. Haben wir schon wieder zwei Missionen gemacht innerhalb von 12 Minuten. Da machen wir jetzt wieder Nebenmissionen. Das ging jetzt ein bisschen arg schnell tatsächlich. Aber egal. Auch mutig von mir, nicht einfach mal nicht zwischen die Mission zu speichern. Das ist mutig. Ich mache das nämlich sehr ungern. So. Gut. Alles klar. Dann hake ich jetzt mal den Trashmaster als gespeichert ab. Und dann, was wollen wir denn jetzt machen? Haben wir denn noch so? Wir könnten wieder Päckchen sammeln. Wir könnten aber auch Feuerwehrmissionen machen, theoretisch. Die Polizeimission mache ich nachher, wenn ich eine Uzi habe. Also genug Uzi, nicht nur so ein paar Schuss. Da würde ich dann auch eigentlich ehrlich gesagt gerne noch Päckchen Feuer sammeln nochmal. Aber die Feuermission können wir mal machen. Dann gucken wir mal, ob wir mal Mr. Whoopi oder so kriegen. Das wäre vielleicht ganz gut. Wir machen jetzt mal die Feuerwehrmission. So. Okay. Flashback bitte. Wo waren das nochmal? Ich fahre jetzt gerade ziellos einfach irgendwo hin. War das nicht in Harwood irgendwie? Wo war in Harwood nochmal? Da hinten, glaube ich, oder? Weiß ich gar nicht mehr. So. Hier war das. Und er steht auch da, das ist sehr schön. Das heißt, wir machen das Ganze einfach mal. Feuermissionen sind eigentlich richtig easy. Zumindest in GTA 3 noch. Machen jetzt einfach mal Feuerwehr. Brennendes Haar, Fahrzeug in Hepburn Heights gesehen. Das ist so ein bisschen quasi so ein Ableger der Krankenwagenmission, also es. Quasi dasselbe System, nur dass es nicht am Stück ist, sondern, also wir sollen einfach 20 Feuer hier in Portland löschen, quasi. Die können wir hintereinander wegmachen. Wir können uns aber auch Zeit lassen. Demnach ist es
Nicht ansatzweise so schwer wie Krankenwagen. Oh. Was mache ich hier gerade? Keine Ahnung. Okay, warte mal. Da ist ein Yakuza-Stinger. Was auch immer der hier macht. Brennendes Fahrzeug in der Gegend von Harwood gemeldet. Okay. Nur ich glaube, das wird ein bisschen zeitlich eng mit der Zeit. Könnte zumindest. Es könnte sehr eng werden hier. Ah, das wird nix. Ne, der ist da oben. Komme ich in 3 Sekunden nicht mehr hin. Scheiße. Gut, haben wir gleich mal verkackt eine Runde. Du kommst zu spät. Ist das Fahrzeug noch da zufällig? Also... Nö. Okay. Eine haben wir schon mal geschafft. Dann machen wir weiter. Das ist das Schöne. Wir können uns hier so viel Zeit lassen, wie wir wollen eigentlich. Ich finde der Feuerwehrwagen, der ist auch sehr... anstrengend zu fahren, weil es einfach so ein Riesengeschoss ist, was eigentlich dann dazu einfach auch noch langsam ist. Das ist nicht unbedingt mein Lieblingsfahrzeug hier. Ein Cabby. Gut. Easy. Brennendes Fahrzeug at Portland View gemeldet. Gut. Also es ist einfach bloß brennende Fahrzeuge hier löschen. Ja. Oh. Da ist ein Straßenfight, in dem ich mich jetzt mal aus gewissen Gründen nicht einmische. Und was haben wir hier? Ein Auto, was wir auf jeden Fall schon haben. Bisschen nichts Interessantes. Oh. Gleich der nächste wieder. Das ist ein Blister, oder? Sag mal, ist das ein Blister? Nee, ein Landstalker. Okay. Also nichts Interessantes. So, merke, wir haben jetzt 4 insgesamt. Oh, ist richtig schön, dass man das hier wirklich nicht am Stück machen muss. Gut. Demnach nicht ansatzweise so schwer wie Krankenwagen. Einfach, man muss nur vereinzelt 20 Stück schaffen. Ich mache die jetzt natürlich alle hintereinander weg, aber ich kann auch zwischendurch mal aussteigen, chillen. Wenn ich es nicht schaffe, ist es nicht gleich schlimm. Mr. Whoopi. Mr. Whoopi, da ist er. Gut. Easy. Muss ich dazu noch was sagen? Schade, dass es keine Mr. Whoopi-Mission gibt. Also einfach diese Mucke sich so rinziehen. Ist schade, wirklich. So. Nice. Haben wir abgegeben. Hake ich gleich mal ab, den Mr. Whoopi. Ja, jetzt ist bloß noch Bus und Security Car. Was so bei diesen ganz random Wagen so jetzt darunter ist. Die werden wir schon finden, irgendwann. Wäre ein Ding, wenn die nicht spawnen, so. Aber Let's Play ist noch lang. Wird schon. Nice, da haben wir einfach mal die Mr. Whoopi uns gekrallt. Und wie viel haben wir jetzt? 5 haben wir, glaube ich, jetzt gelöscht schon. Mache ich jetzt gleich mal weiter. Oh, wieso kommt das ganz unten? Ich habe leider noch nicht raus, wie man das in der PC-Version so schnell und langsam abspielen lässt, leider. Keine Ahnung. Nee, ah. Oh, scheiße, das war noch falsch. Ich hab keine Ahnung, wie das hier in der PC-Version geht. Ich habe es echt nicht raus bisher. Deswegen... müssen wir jetzt ganz kurz mal warten, bis der uns das anzeigt, weil das ist leider ganz unten. So,
So, jetzt kommt's. Gelöschte Feuer, Gesamt 5. Gut, 20 brauchen wir, dann haben wir Feuerwehrmission in Portland geschafft. Und ich nehme den Kuruma. Kein Perennial. Kuruma ist besser. So. Flashback. So. Los geht's. Restlichen 15 Feuer löschen. So. Wasch, wasch, hippie, yeah, yo. Alles klar, ich mag die Mucke, die ist einfach geil. Das ist meine Lieblingsmucke. Dann wird alles gut bei dieser Mucke. Ist so. Gut, es ist ja eigentlich alles gut. Deswegen. Soundkarte funktioniert wieder, also passt es doch. Gut. Feuerwehr. Brand in Trenton gemeldet. Dann fahren wir da glatt mal hin. Trenton ist am Arsch der Welt. Das ist nichts, was irgendwie St. Marks betrifft. Ich könnte mal in Ordnung fahren und nicht jedes Mal Sterne kassieren bei diesen Bergen hier. Da ist er. Der Wagen. Jut. Portland View. Ist woanders? Portland View, das muss hinter uns sein eigentlich. Oder? Es muss eigentlich irgendwo hinter uns sein. Au. Sag ich doch. Da ist er, das ist ein Taxi. Taxi ist nicht wichtig. Noch nicht. Jetzt ist wieder Trenton. Oh. Da war gerade ein Bulle, der mich jetzt gerade fast verhaftet hätte. Da muss ich natürlich ein bisschen aufpassen, dass der uns nicht nervt. Ja. So. Was haben wir hier? Einen Mafia-Sentinel. Der ist jetzt auch nicht so wichtig, also gar nicht eigentlich. Jetzt ist es Harwood, wo wir hin sollen. Harwood ist wieder am anderen Ende. War Harwood nicht hier hinten nachher? Nee, Harwood ist am ganz anderen Ende der Stadt, ey. GG. Ist so. Dann fahren wir da mal hin, aber auf einer geraden Straße, wo wir auch Gas geben können, ohne dass wir gleich auf die Fresse kriegen. Dann sind wir auch ganz schnell am anderen Ende. Es sei denn, wir kurven komplett ab. Dann eher nicht so. So, da sind wir auch schon quasi da. Es ist immer schön, wie wir Geld kriegen, wenn wir die einfach mal komplett anstoßen hier. So, vier Feuer. War ja klar, dass. Ach, wieder Trenton, ey. Oh Mann. Könnte ich die nicht mal direkt neben mir spawnen? Wie es eben gerade schon war. Wow. Nicht so schnell, dann geht das schon hier. Oh, der Bullenball ist immer noch in Gange. Wobei ich da gerade gar nicht dran vorbeigefahren bin, deswegen ist das eigentlich irgendwas anderes. Aber auf jeden Fall war da gerade ganz kurz lustige Mucke. Ich fahre auch echt ein bisschen sehr schlecht, kann das sein? Also nicht, dass es mich irgendwie interessieren würde. Wahrscheinlich mein Wagen hier. Dann bloß irgendein Feuerwehrwagen. Der mich jetzt nicht so interessiert. Trenton und Portland View ist immer ganz nett, weil. Es war Moonbeam. Kein Blister.
Lister kriegen wir zur Not auch noch in Staunton Island. Das ist jetzt nicht so. Also auf der zweiten Insel. Das ist jetzt nicht so relevant. Oh, sorry, Massenmord habe ich gerade ganz kurz betrieben. Wo war gerade der Mr. Whoopi? Wo ist gerade der Mr. Whoopi gespawnt? Keine Ahnung, man hat ganz gerade die Mucke gesehen. Also ist wahrscheinlich irgendwie Mr. Whoopi gerade an mir vorbeigefahren, der wieder despawnt das jetzt. Ja, wie gesagt, in Bürger, also in der Feuerwehrmission, da spawnen diese richtig gerne. Genauso ist das auch in Bürgerwehr. Also in Polizeimission. Da steht der Trashmaster, den wir ja nur mittlerweile haben. Also nicht weiter relevant. In Harwood wieder. Ja, Harwood ist immer doof. Harwood ist wirklich am anderen Ende immer. Das heißt, ich fahre jetzt mal zu gewissen Stellen. Ah! Was mache ich hier gerade? Na egal. So, da hinten ist er dann auch schon. Bleiben mal hier oben und fahren dann hier rüber. Und dann sehen wir schon, dass er hier steht. Der Kuruma. So. Als nächstes trennen. Logisch, am anderen Ende der Stadt wieder. Naja, klar. Können wir gleich wieder die Straße zurückfahren. Oh. Oh. Wie auch immer ich das gerade gemacht habe, ist okay. Nehme ich jetzt mal so hin. So. Einfach mal ein bisschen hier lang schlittern im Vollgas. Und dann muss ich ganz kurz runterbremsen, dass ich auch rumkomme um die Kurve. Eine Stretch, die ich jetzt noch nicht brauche. Chinatown. Okay. Dann ab nach Chinatown. Würde ich jetzt mal so sagen. So, und da sind wir auch schon. So. St. Mark's. St. Mark's ist irgendwo da oben. Alles klar, wir fahren direkt drauf zu. Okay, was ist es diesmal? Irgendwas Interessantes? Ein Stinger, ein Yakuza-Stinger. Was auch immer der in Portland macht, war das eigentlich eine Gang, die ist in Staunton Island zugange. Keine Ahnung, was das Auto dann in Portland macht. Weiß ich nicht. Hat, glaube ich, keinen tieferen Sinn. Weil die haben in Portland nichts verloren. Stinger, Stallion. Wieder ab nach Trenton. Also ans andere Ende der Stadt, wohlgemerkt. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier durchkommen. Schlaglöcher erfolgreich überstanden. Sehr schön. Alter, ich hau die Fahrzeuge hier aber auch weg. Aus Versehen Massaker hier gemacht, ist aber egal. Sind ja nur NPCs, von daher ist alles gut. Und ich habe dafür keinen Stern bekommen. Keine Bullen am Hals, dann geht das ja noch. Jetzt wieder ab nach Chinatown. Zwei Feuer müssen wir, glaube ich, noch löschen. Dann haben wir die 20 in Portland auch schon. Das ist ganz gut eigentlich.
So. Einmal hier rum. Ich sehe gar nichts. Jetzt sehe ich wieder was. Und schon wieder ein Trashmaster. Wir haben ihn aber nur mittlerweile. Von daher ist mir das eigentlich vollkommen wurscht. Und ich muss aufpassen, dass ich jetzt hier nicht ins Wasser fahre. Und dann nochmal ab nach Harvard. Und dann haben wir es auch schon. Das ist ganz gut. It's okay. Wow, 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 wow. Scheiße. Muss hier lang fahren, dass ich überhaupt noch irgendwie das retten kann. Und natürlich hätte ich oben bleiben müssen. Ach so. Wenn sonst nichts ist, dann geht's ja noch. Aber wir haben noch 2 Minuten, von daher alles easy. Was haben wir hier? Nichts Interessantes. Warte mal, was sind das hier überhaupt? Also wir sind jetzt fertig. $30.000 haben wir dafür jetzt gekriegt. Ist das nicht einer der... Ein Hutzwagen, ey? Ein Hutz! Alles klar. Spawn eigentlich nur auf Insel 3. Ich weiß nicht, was die hier suchen. Aber ist okay. Nehme ich jetzt mal so hin. Du gibst mir jetzt mal deinen Wagen hier. Den Idaho. Dann speichern wir das mal ab. Ich hab doch 20, oder? Einmal ganz kurz gucken. Nebenbei schon mal Feuerwehrmission Portland abhaken. Also ich gehe mal davon aus, dass wir 20 haben. Also 5 plus 15 meiner Meinung nach 20, deswegen. Einfach nochmal einen Kontrollblick ganz kurz. Und dann sollte das auch eigentlich gehen. 20, sehr schön. Bürgerwehrmission machen wir wann anders. So. Okay. Dann sehen wir, dass hier Mr. Whoopi einfach mal zu random spawnt. Hi, Mr. Whoopi. Ich nehme jetzt den Mr. Whoopi. Der ist, hat gutes Handling. Da kann man die Mucke nochmal genießen. So, wir wollen eigentlich nach Hause. Ein Bus. Ey, wenn mir schon der Schulbus hier lang fährt. Danke fürs fast Überfahren hier. Also wenn mir schon hier halb der Bus vor die Fresse fährt und ich auch gerade fast verhaftet werde, dann nehmen wir den gleich mal mit und geben ihm Import-Export ab, würde ich sagen. Dann fehlt von den ganzen seltenen Wagen, die war ganz schwierig kriegen, bloß nur der Security Car. Sind wir da schon durch. Und der spawnt uns auch nochmal irgendwann. Die sind sehr gut zu erkennen. Das ist mehr so eine Lacksache. Man kriegt den auch nochmal über eine Mission, aber den darf man, glaube ich, nicht behalten. Ich glaube, das wird nicht so gut funktionieren. Aber immerhin haben wir den Schulbus abgegeben, das ist ganz gut. Dann hake ich den auch gleich mal noch ab. Der Bus. Ja, Security Car, wie gesagt, das ist eine seltene Wagen noch. Blister kriegen wir auf Insel 2 und Dodo kriegen wir auf Insel 3. Easy. Ja. Okay. Nur noch ein Security Car. Und das ist, wie gesagt, genau wie der Bus und der Mr. Whoopi eine reine Spawn-Sache. Und auch Trashmaster zählt dazu und es zählt auch der Flatbed dazu. Das ist reine Spawn-Sache eigentlich bloß. Warte mal, beim Kran haben wir da noch
Kran haben wir fertig. Was den jetzigen Stand betrifft. So, ich glaube, wir können das erfolgreich abgeben jetzt. Ich gucke jetzt gerade bei jedem etwas größeren Wagen, ob das ein Security Car. Ist das nicht sogar einer? Nee. Was willst du denn jetzt? Na egal. Ja, schon hier sind nämlich gleich mal die schusssichere Weste mit. Gerade, wenn man halt einfach schon hier sind, dann kann man es auch machen. Haben wir nochmal 9 Punkte mehr. Und dann speichern wir das endlich ab und dann machen wir wieder 2 Missionen. Würde ich sagen. Was wir dann machen, weiß ich noch nicht. Mal gucken. Gut. Haben wir schon mehr gut was geschafft eigentlich. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent hatten wir zum Ende der letzten Aufnahme? Könnten 13 gewesen sein, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Mal gucken, was wir nachher zum Ende dieser Aufnahme haben. So. Einmal so. Okay. Dann haben wir jetzt die Feuerwehrmission noch abgespeichert. Wir haben den Mr. Whoopi abgespeichert. War noch irgendwas unterbespeichert. Den Bus haben wir auch. Kann uns keiner mehr nehmen. Ja, mehr ist gar nicht interessant. Gut, dann mache ich Mission jetzt wieder. Sozusagen. Huch. Einmal die Pistole mitnehmen. Wir müssen unbedingt noch mal die nächsten Päckchen mal sammeln, dass wir die Uzi haben, endlich mal. Würde ich auch nach den nächsten beiden Missionen auch, denke ich, in Angriff nehmen, die 20 quasi. Weil ohne Uzi ist das alles schon echt scheiße, muss ich sagen. Wenn man sich Zeit lässt mit den ganzen Dingen. Das ist schon echt eine Qual, wenn man keine Uzi hat, so. Aber ist eigentlich gar nicht mehr so viel. Mal 2 Missionen und dann hat es ja eh erledigt. Gut, ich würde sagen, ich mache jetzt mal die Chance wieder. Die Diebe. Alles klar. Dann machen wir das mal. Wir holen einmal das Fahrzeug ab. Von dem kriegen wir ja mal ein Auto spendiert. So. Triff dich mit den Dieben. Gut, dann holen wir die mal ab. Ist jetzt auch mal wieder eigentlich nur so eine einfache Fahraufgabe. Easy, eigentlich. Oh, wäre gerade fast einen Stern gekriegt, weil ich den Bullen da gerade fast mitgenommen hätte. Was eigentlich auch mehr sein Verschulden ist, aber wenn ich mit den Bullen anlege, ist es grundsätzlich mal alles seine Schuld. So ist das nochmal.